ganz herzlichen Dank für die schöne Überleitung. Ich bin ein wenig berauscht von mir selbst, muss ich sagen, und möchte jetzt so einige Bereiche von dem, was Uwe schon angedeutet hat, aufgreifen. Als wir uns hier gerade an die Entwicklung des Katalogs gemacht haben, waren wir uns beide darüber im Klaren, dass eine Ausstellung, die sich mit Gewalt und mit Waffen beschäftigt, grundsätzlich positionieren muss und einordnen muss in Bezug auf die aktuellen Gewaltprobleme, die wir in der Gesellschaft haben. Und die Kuratoren müssen sich auch dazu äußern, welche Intentionen sie eigentlich mit so einer Veranstaltung verfolgen und im besten Falle, wie ihrer Meinung nach die Ausstellung oder das, was sie eben tun, dazu beitragen kann, dieses Gewaltproblem zu wandeln oder vielleicht sogar zu lösen. Ich kann jetzt nicht in ultimativen Phrasen reden. Ich kann nicht sagen, es gibt das Problem und es gibt die Lösung. Das funktioniert nicht. Wenn Sie sich mit Gewalt beschäftigen, werden Sie sehr schnell merken, dass das, was wir einfach nur als die Gewalt bezeichnen, ein sehr vielschichtiges Phänomen ist. Deshalb sage ich auch, ich werde auf das Gewaltproblem Bezug nehmen, was meiner Meinung nach wichtig ist und was vielleicht auch ein Kernelement sein könnte der Gewaltkultur, wie wir sie in Deutschland derzeit erleben. Und ich werde Ihnen auch erzählen, wie meiner Meinung nach die praktische Auseinandersetzung mit historischen Kampfkünsten oder eben die intellektuelle, wie zum Beispiel in Form dieser Ausstellung, dazu beitragen kann, dieses Gewaltproblem zu wandeln oder zu lösen. Der Gewaltexperte Rory Miller hat in einem Interview vor 2 Jahren gesagt, wir sind beim Thema Gewalt gesellschaftlich auf dem Stand, wie wir es bei der Sexualität in den 50er und 60er Jahren waren. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich ist dieser Zeitraum in Bezug auf Sexualität assoziiert mit mangelnder Aufklärung, einer fehlenden Sprache, Angst vor der Körperlichkeit und vor allem mit der Existenz einer Parallelkultur, wo sich eben der anständige, moralisch einwandfreie Herr das holen kann, was er so dringend braucht. Diese Parallelkultur oder wenn sich so etwas ausbildet, geht Hand in Hand mit Viktimisierung und eben auch mit der Bildung einer amoralischen Randgruppe, die man eben braucht, um seine Triebe zu befriedigen. Aus eigener Erfahrung muss ich sagen, ich stimme Miller dazu. Ja, ich sehe dasselbe Problem. Ich möchte dazu einige Beispiele bringen. Einmal ein sehr persönliches Beispiel. Im Rahmen der Vorbereitung dieser Ausstellung haben wir auf verschiedenen Museumsnächten eben auch Fechtdarstellungen geboten. Und bei der Museumsnacht 2014 ist meine damalige Freundin in arge Bedrängnis gekommen, weil sie Freunde aus Süddeutschland zu Besuch hatte und die mitgebracht hat zu dieser Aufführung, um halt das Fechten zu zeigen. Ich sah damals so aus, wie ich jetzt aussehe, bloß ohne Brille. Und nach dieser Präsentation musste sie sich dann erstmal einem Verhör unterziehen, wie es denn angehen könne, dass sie sich mit einem Nazi einlässt. Warum Nazi? Schauen Sie mich an. Ja, die Haare. Dann eben ne, das Outfit. Dann noch Waffen und ganz schlimm, Spaß dabei. Das muss ein Nazi sein. Ich möchte hier Serdar Somuncu ein Zitat klauen. Meine Frisur ist genetisch und nicht politisch. Ja? So. So, das also zur unmoralischen Randgruppe. Also nur weil ich halt Kampfkünstler bin, stehe ich da eben unter Generalverdacht für sonst was. Aber auch wenn ich halt die Gesellschaft betrachte, wie sie auf Gewalt reagiert, dann fällt es mir immer wieder auf, wo Gewalt sich zeigt, wird sie weggedrückt. Und das ist ein Riesenproblem. Ich meine, das kann man einige Jahre machen, wir haben es jetzt schon einige Jahre getan. Das Problem ist nur, dass sie über Verdrängung keine Gewaltprozesse oder überhaupt keine energetischen Prozesse auflösen können, sondern sie akkumulieren die im Unbewussten. Und irgendwann bricht das durch. Das mag jetzt eine krasse Aussage sein, aber für mich sind brennende Asylheime und systemischer sexueller Missbrauch wie in der Odenwaldschule nicht der Kern des Problems, es ist nicht mal was Besonderes meiner Auffassung nach, sondern es ist die Spitze eines Eisberges, der seit Jahrzehnten wächst.
Was bedeutet das jetzt eigentlich so im Konkreten? Was liegt unter der Oberfläche? Wenn man sich mal so im Bereich des Coachings und der Therapie bewegt, was ich nebenbei auch noch tue, dann bekommen Sie ganz interessante Zahlen geliefert. Es gibt unter anderem eine Studie, die 2012 rauskam, das war die Deutsche Traumafolgekostenstudie, die sich damit beschäftigt hat, wie eigentlich so die gesundheitlichen Nachbeben von kindlicher Traumatisierung sind. Und ich finde, das ist ein ganz guter Punkt, um zu schauen, wie es mit der Gewalt in einer Gesellschaft aussieht, sich einfach mal anzuschauen, wie oft werden Kinder konfrontiert mit Gewaltformen. Und da habe ich Ihnen einfach mal ein paar Zahlen aus dieser Studie mitgebracht. Diese Studie zitiert eine repräsentative Umfrage von 2011, die auch im Deutschen Ärzteblatt erschienen ist. Und es ging eben darum herauszufinden, traumatische Erfahrungen im Kindes- und Jugendalter. Folgende Zahlen. Emotionale Vernachlässigung, 49,3%. Körperliche Vernachlässigung, 48,3%. Emotionale Misshandlung, 14,9%. Körperliche Misshandlung, 12%. Sexueller Missbrauch, 12,5%. Lassen Sie die Zahlen mal kurz auf sich wirken. Und fragen Sie sich mal, was eigentlich mit einem Kind oder mit einem Jugendlichen passiert, der sowas erlebt. Falls es nicht jedem klar ist, aber für ein Kind ist emotionale Vernachlässigung oder körperliche Vernachlässigung nicht etwas, wo man dann halt mal einen Tag aufs Essen wartet. Ja? Das ist eine existenzielle Bedrohung. Das ist die Gretchenfrage an die eigene Existenz. Und Gewalt entsteht vor allem dort, wo ein Mangel erlebt wird. Ein Mangel an Ressourcen, egal welcher Art. Falls Sie das interessiert, Joachim Bauer hat es in seinem Buch Schmerzgrenze sehr gut aufgearbeitet, wo Gewalt herkommt. Und dass es auch nicht ein biologischer Zwang ist, dem wir unterliegen. Die gesellschaftlichen Folgen kann man auch noch an der anderen Seite erkennen, und zwar im therapeutischen Bereich oder halt eben einfach im Opferhilfebereich. Therapeuten sind, gerade die Kassentherapeuten, sind auf Jahre ausgelastet. Die sind vollkommen überlastet. Und als ich meinen Antrag gestellt habe auf Unterstützung beim Fonds für Opfer des sexuellen Missbrauchs, wurde mir Folgendes gesagt. Bearbeitungszeit 15 bis 17 Monate. Ein Glück, wenn man nicht darauf angewiesen ist. Wenn es wirklich akut ist und man das Geld braucht, um eine Therapie zu haben oder sonst was, sie sind geliefert. Ich ziehe jetzt mal ein Fazit. Deutschland hat provokativ gesagt, für mich keine Gewaltkultur. Wir haben eine Kultur des Verdrängens und des Schweigens. Und das ist ein Problem, weil wo immer Verdrängung und Schweigen herrscht, wo man nicht über das reden darf, was wirklich passiert, kann sich vor allem die psychische Gewalt wie ein Miasma ausbreiten. Jetzt die Frage, nochmal, wie kann die Auseinandersetzung praktisch und intellektuell, zum Beispiel in Form dieser Ausstellung, mit historischen Kampfkünsten bei der Wandlung dieses Problems helfen? Passend zur Ausstellung will ich die Frage auf der Ebene der Institution beantworten und auf der Ebene des Individuums. Ich fange mal mit den Institutionen an. Als ich noch an der TU Chemnitz gearbeitet habe, sagte nach den Vorfällen von Köln eine Professorin zu mir, Gewalt hat in dieser Gesellschaft keinen Platz. Ja, sie war erbost über das, was passiert ist, und das dürfe ja nicht sein, weil sowas gäbe es ja nicht. Naja, es gab es aber eben gerade. Aber genau das ist eigentlich das Problem. Gewalt hat keinen Platz in dieser Gesellschaft. Und das ist ein Riesenproblem, weil wenn Sie ausufernde und verdeckte Gewaltprozesse in einer Gesellschaft transformieren wollen, dann brauchen Sie meiner Auffassung nach als erstes Konzentrationspunkte. Punkte, wo sich die Gewalt sammeln kann und wo sie prozessualisiert werden kann. Und zwar im Rahmen, oder besser in einem kultivierten Rahmen, in einem kulturellen Rahmen. An diesen Konzentrationspunkten kann sich dann erstmal die Aggression und die Gewalt äußern. Sie kann dann kanalisiert und kultiviert werden. Und wenn das etabliert ist, dann können Sie dort anfangen, die Gewaltäußerung zu wandeln. Ganz langsam. Um mal zu zeigen, dass das, also ich glaube, das ist nicht nur ein Problem, was unsere Gesellschaft gerade hat, sondern wenn man mal in die Zeit zurückschaut, und weil das eine historische Ausstellung ist, habe ich mir gedacht, wir springen einfach mal ins Mittelalter und schauen uns mal an,
was so beispielhafte Situationen für die Bildung von Konzentrationspunkten damals gewesen war. Ich habe mal für Sie zwei Fragen mitgebracht und versetzen Sie sich mal in diese Lage. Sie sind ein großer Herrscher und Sie möchten einen Landfrieden etablieren, damit das Fehdrecht nicht mehr die ganze Zeit die Ernte auffrisst und auch Ihre Ritter halt im Inland bindet, während vielleicht im Ausland schon irgendwas Gefährliches passiert, was tatsächlich die Reichsgrenzen bedroht. Jetzt die Frage, wie etablieren Sie einen Landfrieden in einer sozialen Gruppe, die sich über Gewalt definiert und auch über Gewalt ihre Probleme löst? Und jetzt der erschwerende Punkt, ohne dass Sie gleich einen Aufstand provozieren. Die Antwort: Sie etablieren gerichtliche Zweikämpfe. Zweikämpfe, die eben die Fehde eindampfen auf die Kernkontrahenten und die fechten lassen. Auch hier wichtig zu sagen, nicht unbedingt auf Leben und Tod, sondern vielleicht auch nur bis zur Aufgabe. Es ist auch ganz interessant zu sehen, dass der Fechtmeister Hans Thalhofer im 15. Jahrhundert Mord, Verrat, Betrug und Treulosigkeit als juristisch anerkannte Gründe für gerichtlichen Zweikampf nennen. Die andere Frage: Sie sind Magistrat einer Stadt. Wie sorgen Sie in Ihrer Stadt für Ruhe, wenn das Aggressionspotenzial unter den Handwerksgesellen steigt, weil eben gerade diese Gruppe, die auch gesellschaftlich sehr breit und sehr stark ist, keine eigenen Werkstätten aufmachen darf und sich nebenbei noch ständig Straßenkämpfe mit den Studenten liefert? Die Antwort: Sie richten beispielsweise Fechtschulen aus, Fechtveranstaltungen, wo die Parteien zusammenkommen können und in einem öffentlich anerkannten Rahmen auch wieder unter der Voraussetzung eines Regelwerks, was Tötungen verhindern soll, ihre Aggression entladen können und dafür sogar noch gesellschaftliche Anerkennung bekommen in Form von Platz, Zeit, Jubel und Preisgeldern. Was mir jetzt ganz wichtig ist: Es geht hier nicht darum, Problemlösungsstrategien vergangener Epochen 1:1 auf unsere Gesellschaft zu übertragen. Das kann nicht funktionieren. Aber eine Gesellschaft, die so wenig Konzentrationspunkte aufweist, und nochmal kurz ein kleiner Exkurs, die Therapie kann so ein Konzentrationspunkt sein, aber es sind nicht genug Therapieplätze für alle da. Also eine Gesellschaft, die nicht genug Konzentrationspunkte aufweist, tut meiner Auffassung nach sehr gut daran, die Problemlösungsstrategien anderer Kulturen und auch der eigenen vergangenen Epochen sehr genau zu betrachten und zu analysieren. Weil nur so lassen sich meiner Auffassung nach die Konsequenzen erwägter Lösungswege erfassen und die Wirkprinzipien von Eskalations- und Deeskalationsprozessen erkennen. Außerdem muss eine Gesellschaft ihr Erbe berücksichtigen, wenn sie kollektives Verhalten verstehen und wandeln möchte. Die Ausstellung versucht hier Anhaltspunkte zu liefern, indem sie die Stellung des Fechtens, vor allem in der bürgerlichen Kultur, vom Mittelalter bis zu Beginn der Industrialisierung fassbar macht. Kommen wir jetzt zur individuellen Ebene, weil was auch immer gesellschaftlicher Konsens sein soll, muss sich zuerst im Individuum entwickeln und tatsächlich Teil der Grundhaltung werden. Es muss selbstverständlich sein. Noch einmal die Frage: Wie kann die praktische und intellektuelle Auseinandersetzung mit historischen Kampfkünsten dabei helfen, aktuelle Gewaltkultur zu wandeln? Für die Antwort auf der praktischen Ebene lasse ich einfach mal die Fechtmeister zu Wort kommen. Und zwar, wenn es um die Frage geht, wie soll denn nun eigentlich ein guter Fechter sein? Was stellen Sie sich vor? Gehen Sie mal, wenn Sie Lust drauf haben, kurz dem inneren Bild nach. Ein bisschen provokant. Denken Sie vielleicht an Braveheart, Conan der Barbar. Falls Sie auf dem Weg sind, muss ich Ihnen leider sagen, das ist der Holzweg. Ich habe Ihnen einfach mal ein paar Zitate aus Quellen mitgebracht. Ich lese Ihnen immer das frühhochdeutsche Original vor und dann übersetze ich Ihnen das kurz. Der anonyme Autor der 1389 datierten Nürnberger Handschrift schreibt: Der erste Rat ist auch gut, wer du ficht mit geringem Mut, witziglich an allen Zorn, der Fechter wird selten verloren. Der erste gute Rat, wer bescheiden und ohne Zorn fechtet, der verliert seltener. Den will ich preisen an aller Stadt, ritterlich, ahne Missetat,
vom Thürsten und von Kuhnheit frei, dass Herr ein rechter Degen sei. Den will ich vor allen preisen, der ritterlich ohne Tadel ist, von Macht Durst, so habe ich es übersetzt, und Kühnheit frei. Das ist ein wirklicher Held. Und Joachim Meyer, auch ein Fechtmeister, bringt es 1560 etwas kürzer und knackiger. Ein Fechter soll sich halten fein, kein Rühmer, Spieler, Saufer sein. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, sind das nur rhetorische Figuren? Aus meiner Erfahrung als Trainer für historische Kampfkünste und ich fechte direkt nach der Nürnberger Handschrift und auch nach dem Fechtbuch von Joachim Meyer und auch als Trainierender dieser Kampfkünste, kann ich Ihnen sagen, Sie sind es nicht. Wenn Sie Ihre Affekte nicht kontrollieren können, wenn Sie versuchen, das Fechten zu nutzen als Kompensationsmittel für seelische Wunden oder wenn Sie vielleicht sogar noch parallel zum Training zum Beispiel einer Fresssucht nachgehen, dann kommen Sie in diesen Systemen sehr schnell an Ihre Grenzen. Warum? Weil Ihnen die geistige Flexibilität, die innere Ruhe und auch die körperliche Leistungsfähigkeit fehlt, um in das System mit einzusteigen. Und das Kampfkunsttraining führt hier jeden an seine persönlichen Grenzen und zeigt klar auf, wo er körperliche und auch seelische Selbstarbeit zu leisten hat. Um weiterzukommen. Ansonsten, wer sich darauf nicht einlässt, weil genau das bedeutet es nämlich, die inneren Gewaltprozesse anschauen und schauen, wo sie herkommen. Ja? Und wer sich darauf nicht einlässt, bei dem bleibt es, das ist wieder Zitat vom Fechtmeister Joachim Meyer, unnützes Bauerngedresche. Also man sieht auch schon, Fechten ist nicht gleich Gewalt oder die Kampfkünste, die wir hier ausstellen, sind nicht gleich Gewalt, sondern es ist ein sehr gezielter und sehr überlegter Zugang zu Gewalt. Wer die Konfrontation aber wagt, der wird auf wundervolle Weise von diesen Systemen belohnt. Und zwar durch Erfolge, durch spürbare Erfolge, die erreicht wurden durch die eigene Entwicklung. Kampfkunst birgt nachweislich das Potenzial, einen Menschen mit seinen intrinsischen Gewaltprozessen zu konfrontieren und ihn während der Aufarbeitung zu stabilisieren. Das wird auch heute gesellschaftlich genutzt, leider weniger, als ich es mir wünschen würde. Ich möchte Ihnen aber kurz zwei Anwendungsbeispiele mitbringen. Das sind Aufsatztitel, die ich aus dem Tagungsband Menschen im Zweikampf, Kampfkunst und Kampfsport in Forschung und Lehre gefunden habe. Die Tagung wurde ausgerichtet von der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, Kommission Kampfsport. Erster Aufsatztitel. Budo-Pädagogik. Budo sind die japanischen Kampfkünste. Exemplarische Darstellung anhand eines konkreten Projektes mit sozial-emotional auffälligen Kindern. Der andere Titel, Ringen und Raufen als Seminar zur Entwicklungsförderung im Studiengang Heilpädagogik. Zum Ende des Vortrags möchte ich nun noch einmal den Fokus ganz gezielt auf die Ausstellung richten. Und hier auch nochmal die Frage stellen, wie diese Ausstellung auf der individuellen Ebene bei der Bewusstwerdung und dem Wandel der Gewaltkultur helfen kann. Hier wird es nun persönlich, weil jetzt spreche ich direkt an Sie. Ganz grundlegend, wer sich selbst erfahren möchte, braucht, egal in welchem Thema, braucht zunächst einmal Impuls- und Resonanzräume. Ja? Eine Sprache muss gefunden und entwickelt werden. Neugier und Interesse muss geweckt werden. Einmal für einige Menschen auf der intellektuellen Ebene, für andere auf der emotionalen Ebene. Wir haben versucht, in dieser Ausstellung beides möglich zu machen. Wie kann diese Ausstellung helfen? Ich möchte zum Schluss keine Aufforderung an Sie stellen, weil Aufforderung, das ist eigentlich auch schon ein Gewaltakt. Machen Sie das. Ich will Sie zu etwas einladen. Weil wie es auf individueller Ebene, wie diese Ausstellung tatsächlich wirken kann, das bleibt Ihnen überlassen. Darauf haben wir keinen Einfluss. Ich möchte Sie dazu einladen, die Ausstellung als eben dies zu nutzen, als Resonanz- und Impulsraum. Beobachten Sie sich selbst, wenn Sie durch die Ausstellung gehen. Wo verweilen Sie? Wo beginnen Sie zu analysieren? Wo regt sich Verstörung, Angst oder Affinität?
Und wann immer etwas mit Ihnen resoniert, positiv oder negativ, fragen Sie sich, wofür ist mein Verhalten gut? Wofür ist es gut, dass ich mich selbst mit einer Waffe in der Hand vorstelle? Wofür ist es gut, etwas in dieser Ausstellung abzulehnen? Was mir als Kurator ganz wichtig ist, beides ist meiner Auffassung nach erlaubt. Egal, ob Sie positiv oder negativ reagieren, beides braucht Raum, beides braucht Zeit und beides braucht Gehör, weil dahinter steht ein Bedürfnis. Wofür ist mein Verhalten gut? Wenn Sie sich diese Frage stellen, beginnt der Prozess der Selbstbegegnung und damit der Kulturwandel, den wir meiner Meinung nach so dringend nötig haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.